Liebe Brüder und Schwestern, 40 Tage der Vorbereitung auf das Osterfest, das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr führt uns geistig gesehen auch manchmal in die Wüste. So wie Jesus 40 Tage in der Wüste verbracht hat, so schenkt der Herr uns diese Gnadenzeit, damit wir aus ganzem Herzen umkehren zu ihm. Und diese 40 Tage sind auch für uns eine Zeit der Prüfung. Jesus, der Sohn Gottes, ist ganz Mensch geworden, in allem uns gleich, aber er hat nicht gesündigt. Er hat dem Versucher nicht nachgegeben, ist der Versuchung des Teufels nicht erlegen. Ja, diese Versuchungen Jesu sind auch oft unsere Versuchungen, unsere Prüfungen. Auch wir werden geprüft im Glauben. Irgendwie müssen wir uns immer entscheiden, sind vor der Entscheidung gestellt. Und der Teufel, der Widersacher Gottes, er treibt auch heutzutage sein Unwesen. Er verführt die Menschen zum Bösen. Wir sehen es deutlich in der heutigen Zeit, wenn wir die Nachrichten lesen, wie viel Böses da geschieht, wie viele Verbrechen, wie viel Rücksichtslosigkeit, die Kriege, der Terror, der Hunger, die Ausbeutung, ja, die Wirklichkeit des Teufels, des Bösen, sie ist real, sie ist da, wir können es nicht leugnen. Aber wir brauchen deswegen nicht in Schrecken und Angst zu verfallen, denn wir haben ja Jesus Christus, er hat den Teufel besiegt, die Macht des Bösen überwunden. Und Gott schenkt auch uns seine heiligen Engel. Jeder Mensch hat seinen Engel, seinen Schutzengel zur Seite. Oft denken wir zu wenig daran, dass wir einen Engel zur Seite gestellt bekommen haben. Die Kinder, die Großen, die Kleinen. Wir haben unseren Schutzengel, der auf uns aufpasst, wenn wir bereit sind, auf Gott zu hören, auf Jesus. Ja, befiehl, diesen Steinen zu Brot zu werden. So spricht der Teufel zu Jesus. Und Jesus sagt, nicht nur von Brot allein lebt der Mensch. Ja, nicht nur von Brot lebt der Mensch. Oft denken wir nur an unsere körperlichen Bedürfnisse, ja, an den Hunger unseres Leibes. Oft vergessen wir, dass wir eine Seele haben, die auch Hunger hat, die Nahrung braucht. Ja, nicht nur von Brot lebt der Mensch. Unsere Seele lebt von der Gemeinschaft mit Gott, vom Wort Gottes, vom Wort Jesu, vom Wort, das der Vater zu uns spricht durch seinen Sohn, dieses Wort der Vergebung, der Barmherzigkeit, des Friedens. Ja, der Mensch lebt von Gott, von seiner Liebe, von seiner Gnade, seinem Erbarmen. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist unsere Nahrung, unsere wahre Speise. Ihn dürfen wir empfangen in der heiligen Kommunion. Er ist das wahre Brot, die wahre Speise, die Nahrung, die uns wirklich Kraft schenkt. Und der Herr sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Ja, wenn wir zuerst ihn suchen, sein Wort, dann bekommen wir wirklich all das, was wir nötig haben, auch für unser irdisches, zeitliches Leben. Wir dürfen dem Herrn vertrauen, seiner Liebe. Und der Teufel sagt, ja, er zeigt Jesus alle Reiche der Erde. Alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst, mich anbetest. Auch wir sind oft versucht, nur das Irdische, die irdischen Reichtümer zu suchen, nur das Geld, nur den Besitz,
Oft wird das für uns zum Götzen. Ein Götze, der den wahren, einzigen Gott vom Thron stößt, der unser Leben, unser Denken und Handeln bestimmt. Nur der materielle Besitz ist wichtig. Mehr Geld, mehr haben, statt mehr zu sein vor Gott. Auch eine Versuchung für uns, dass wir den Mammon anbeten, dass wir indirekt den Teufel anbeten im Geld, im materiellen Besitz, im Reichtum, in irdischen Gütern. Davor möchte Jesus uns bewahren. Von diesen Götzen möchte er uns befreien. Und die dritte Versuchung Jesu, wo der Teufel ihn nach Jerusalem führt, ihn auf die Zinne des Tempels stellt und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, stürz dich hinunter. Und Jesus sagt, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Ist ja interessant, dass der Teufel genau das Wort Gottes kennt. Er zitiert es sogar, aber er verdreht es. Oft eine Gefahr, dass man das Wort Gottes falsch auslegt, es verdreht, für seine eigenen Vorteile missbraucht, dass man die Macht missbraucht, dass man Gott sozusagen zu seinem Diener machen möchte, zum Diener der eigenen Pläne. Auch davon möchte Jesus uns befreien, davor warnt er uns im heutigen Evangelium, dass wir nicht meinen, wir könnten Gott für unsere Zwecke dienstbar machen. Wir könnten ihn für unsere Pläne, für unseren Egoismus instrumentalisieren, damit wir Ansehen genießen unter den Menschen, damit alle uns bewundern. Diese Versuchung hat Jesus auch widerstanden, nur die Bewunderung der Menschen zu suchen, dass alle aufschauen zu ihm, ihn sozusagen ja, verherrlichen und dabei Gott vergessen, der ihn gesandt hat. Oft sind wir versucht, nur die eigene Ehre, das eigene Ansehen zu suchen, nicht die Ehre Gottes. Jesus schenkt uns die Gnade, dass wir Ja sagen können zu Gott, zu seinen Heilsplänen mit uns, zu seinem Willen, aber ein Ja in Freiheit, in Liebe, weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns unendlich liebt, der uns geschaffen hat, der uns seinen Sohn schenkt, der uns befreit aus allen Verstrickungen in die Sünde, in das Böse. Und er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns daran erinnert, was Gott schon alles für uns getan hat. Er erinnert uns an die Heilsgeschichte, wie das Volk Israel, das im Glaubensbekenntnis zurückschaut auf die Heilsereignisse, auf die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, auf diese machtvollen Taten Gottes, der sein Volk durch das Rote Meer und durch die Wüste geführt hat. Jesus ist sozusagen der neue Mose, der uns hindurchführt, der uns befreit aus der Versklavung in die Sünde, aus der Sklaverei des Teufels, des Bösen, der uns neu erfüllt mit seinem Geist der Liebe, mit diesem Geist, der lebendig macht, damit wir Zeugen sein können für den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Nur Jesus allein schenkt uns die Kraft und die Gnade, dass wir alle Sünde, alles Böse überwinden können, dass diese Zeit der 40 Tage auf Ostern auch für uns Zeit der Gnade sei. Zeit, wo wir innerlich erneuert werden, wo wir diesen inneren Kampf, ja diesen geistlichen Kampf bestehen können mit unserem eigenen Ich, mit unserer eigenen Sündhaftigkeit, mit dem Bösen, das manchmal auch in unserem Herzen sich festsetzen möchte, das oft, ohne dass wir es oft wollen, durch uns wirkt. Der Herr reinigt uns und er schenkt uns Anteil an seinem Sieg. Und er führt uns hinein in das Reich Gottes. So können wir Zeugen sein für das Evangelium mit Jesus, weil er in uns Wohnung genommen hat, weil er uns neu seinen Geist schenkt, der lebendig macht
und der die Quelle unseres Heils, unseres Lebens ist. Amen.